Ich habe keine Hobbys. Ich bin nicht ausschließlich, ich bin kein Alkoholiker. Ich habe keine besonderen, ich bin nicht sexuell abwartend. Ich habe also völlig normale Aspekte und Richtlinien. Und ich habe einfach das Bedürfnis an einer kulturellen Atmosphäre. Es handelt sich um eine ganz große, großartige, faszinierende Kunst, die wir hier präsentieren dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Man kann wirklich zu Hause dankbar sein, man kann den Sachen sehr dankbar sein, dass sich so konzentriert diesen Künstler gesammelt haben, zu einem haben diesen Künstler gesammelt. Sprechen Sie weiter. Ja, gut. Vor 10 Jahren, meine Damen und Herren, im Jahr 2006, haben wir die Akademus-Reihe hier eröffnet. Vor 12 Jahren die Akademus-Reihe eröffnet. Geistiger Initiator dieses Projektes war damals der Rektor der Akademie, Düsseldorf, Professor Markus Götz. Und wir haben viele Aufführungen gemacht. Damals haben wir ihn zusammen mit Rosemarie Trocke, das war der Wunsch von Rosemarie Trocke, hier präsentiert. Und damals versprach ich ihm, im nächsten, wir werden hier auch eine Lüppertz-Ausstellung mit Werken von dir präsentieren. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt gelungen ist. Wir haben uns dazu entschieden, nachdem wir eine wirklich wunderbare Ausstellung in der Bundeskunsthalle und im Museum der Modernen in Paris im letzten Jahr gesehen haben, haben wir uns entschieden, uns auf unsere Sammlung zu konzentrieren, die Sammlung Schwör, die ganz wundervolle Waffe von Markus hat, die ich selber in dieser Konsistenz, in dieser Dichte noch nie gesehen habe. Für mich ist es das erste Mal, zum Beispiel diese wunderbare Arbeit Lypolis, diese fast 15 Meter lange Arbeit, bestehend aus 20 Werken, zu sehen. Ich erlebe die Parallelität zwischen Westwall und Lypolis als räumliche, plastische Erfahrung, obwohl es sich um Gemälde handelt. Götz Fabian wird das gleich weiter ausfüllen. Immer wieder betont wird, er steht nicht im Schatten von Richter und Kolke, sondern er ist ein derjenigen, der die Malerei, und das ist auch ein Phänomen, dass wir heute in einer Zeit leben, die die neuen Medien propagiert. Es sind alles Maler, die heute deutsche Kunst vertreten. Richter, Kolke, Basinski, alles große Maler. Also das sind alles interessante Phänomene, und da ist eines der Herzstücke Markus Lüppertz, der eben sehr früh nach Berlin kam, nicht nach Düsseldorf. Viele kamen nach Düsseldorf. Er kam früh, 1962, nach Berlin und hat dort seine Karriere, wohl zusammen mit Basinski, in Berlin gemacht. Also es gibt diese beiden Zentren, einmal West-Berlin, einmal Düsseldorf. Köln steht noch immer etwas im Hintergrund. Ich habe vorher schon erwähnt, dass die Sammlung alle wichtigen Phasen enthält, dass sie mit dem Westwall beginnt, ein ganz wichtiges, frühes Bild. Die einzige Zeit, die nicht so stark ist, sind die deutschen Motive, die komischerweise in Florenz entstanden sind. Markus Lüppertz ist derjenige, der sich wie kein anderer seiner Generation immer wieder mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt wird. Auch das ist was ganz Besonderes. Er
Er hat sich mit Poussin, mit barocken Klassizismus von Poussin beschäftigt. Er hat sich mit Courbet, Marie, Goya beschäftigt. Jetzt darfst du was zum Katalog sagen. Bevor ich zum Katalog komme, wenn ich die Arbeiten, also ich schaue die Arbeiten von den Patienten auch 20, 25, 30 Jahre an, und es kommt mir immer wieder diese würdevolle und feierliche Atmosphäre zustande. Wenn ich seine Arbeiten sehe, jetzt mal unabhängig von seiner Person, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, als du heute, wir haben die Ausstellung gestellt und jetzt hängen die Werke, auch hier, es hat was mit Würde zu tun, alle Werke, ob das der in Anführungsstriche der Panzerwall, also der Westwall ist, das Pendant zur Maginot-Linie. Es hat etwas, was man gerne anschaut, was man vom Westwall selber gar nicht sagen kann. Ja? Oder die Lipolis-Wand. Das sieht man auch selbst so konzentriert. Ja, also das ist, oder die Arbeiten hier, dieser Raum, der strotzt nur so vor Kraft. Ja? Und das ist schon eine unglaubliche Erfahrung, die wir als Ausstellungsmacher hier bei der Vorbereitung dieser Ausstellung erleben durften. Ja, wir haben alle Werke natürlich abgebildet, auch alle Werke, die nicht in der Ausstellung, sondern in der Sammlung zu sehen sind. Wir haben einen neuen Sammlungsraum eingerichtet, den Sie auch eingeladen sind anzuschauen. Die 54-teilige Arbeit Der Traum des Künstlers ist dort genauso zu sehen wie andere neue Werke Männer ohne Frauen. Aber der Katalog ist im Wiener Verlag erschienen und zeigt viele Details und einen wunderbaren Aufsatz auch von Peter Weidel, der mit diesem Katalog mit uns gemeinsam herausgegeben hat. Denn Peter Weidel, der Chef des ZKM in Karlsruhe, möchte diese Ausstellung am 9. Juli ebenfalls zeigen. Und es ist traurig, dass er heute nicht dabei sein kann, aber eine Grippe, einen starken Grippe, hat ihn ans Bett gefesselt. Diese Ausstellung, meine Damen und Herren, ist möglich geworden, wie alle anderen Ausstellungen auch seit 17 Jahren nun möglich geworden, weil wir immer wieder Sponsoren finden, die unsere Aktivität fördern. Und an dieser Stelle möchte ich mich auf das Herzlichste bedanken bei dem Vorsitzenden der Duisburger Sparkasse, Herrn Dr. Ronn, der, als ich ihm davon erzählte, dass wir in diesem Jahr auch etwas zeigen, sofort Feuer und Flamme war, hier dabei zu sein. Und ich bin sehr dankbar. Ohne die immer wieder neue Verabredungen mit den Vertretern aus der Wirtschaft oder den Förderern unserer Stiftung in Bonn könnten wir diese Ausstellung hier nicht machen. Mich interessiert jetzt aber eine, bevor ich Sie einlade, mir die Fragen zu stellen. Markus, wie ist denn nun deine Position heute? Bist du eher, wonach entscheidest du? Gibt es Phasen, in denen du dich auf die Malerei konzentrierst, auf die Plastik konzentrierst, auf die Skulptur konzentrierst? Machst du beides parallel? Wovon ist das abhängig? Das ist schwierig zu beantworten. Die Malerei ist die Mutter meiner Bewegung. Ja, wenn ich ein Bild, das ich einnehme bei einem Westwall oder